Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst vom schaukelnden Lago Maggiore zu einer Sonderserie von Weltwoche Daily. Zum Ausklang des Sommers berichten Christoph Mörgeli und ich aus der Tessiner Sonnenstube aus Ascona und Umgebung. Ein hochinteressantes Kapitel, geschichtsträchtig, glamourös, auch mit literarischen Ober- und Zwischentönen. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema, das bis in die unmittelbare politische Gegenwart hineinwirkt, hier aber beschaulich sich präsentiert. Handelt sich nämlich um diese Insel da im Hintergrund. Das ist die eine der Brisago-Inseln und Sie sehen da noch die Umrisse einer wunderbaren Villa. Hier, jetzt habe ich sie im Bild, das ist die Villa von Max Emden, einer illustren Persönlichkeit, die hier einmal gewohnt hat. Und ich werde jetzt gleich übergeben an unseren Historiker, Professor Christoph Mörgeli, der uns etwas erklären wird, was es mit dieser Geschichte der Villa auf sich hat. Ja, das sind die Brisago-Inseln, Christoph. Wir haben ja auch über Ascona gesprochen. Vielleicht eine kurze historische Situierung. Was ist die Geschichte dieser Brisago-Inseln, die Bedeutung dieser Brisago-Inseln? Wie sind die auch zu dem geworden, was sie heute sind? Es sind zwei Inseln. Wir haben die kleinere, St. Apollinare, und wir haben dann die größere, die Isola Grande. Die ist St. Pancrazio gewidmet. Da war auch mal ein Kloster, bis dann im 16. Jahrhundert das Spital von Locarno dieses Kloster übernommen hat. Aber eine Kirche stand da, bis Max Emden dann dieses wunderbare Palais errichtet hat. Das ist tiefes 20. Jahrhundert bereits. Man würde das vielleicht nicht annehmen. Es ist klassizistisch. Alfred Breslauer war der Architekt, der hier zu Beginn der 30er, Ende der 20er Jahre dieses Palais hingestellt hat. Ich bin immer wieder fasziniert von den Formen und von der geschickten Einfügung hier in die südliche Landschaft. Lieber Christoph, bevor wir uns in die Geschichte von Max Emden vertiefen, kannst du noch ein bisschen hier zurücktreten, damit ich unsere Kamera in den Schatten bringen kann, weil das ist ja die Krux hier im Sommer, wenn so eine Handykamera allzu sehr der Sonne exponiert ist, dann fängt sie nicht an zu glänzen wie meine Stirn, also das Handy, sondern es gibt dann irgendwann seinen Geist auf und das wollen wir tunlichst vermeiden, deshalb muss ich das hier im Schatten halten, eine logistisch hoch anspruchsvolle Aufgabe, meine Damen und Herren, vor allem dann, wenn jetzt noch ein verschärfter Wellengang hier auf dem Lago Maggiore abzufedern ist. Ja, Max Emden, wer war dieser Max Emden, Christoph? Max Emden war ein Kaufhauskönig, konnte man sagen. Er war ein sehr erfolgreicher Unternehmer im Berlin Hausbereich, ursprünglich aus Hamburg. Schon sein Vater hat begonnen, sein Großvater ging noch hausieren von Haus zu Haus und die haben sich beteiligt an teils Kaufhäusern im In- und Ausland, haben auch selber Kaufhäuser betrieben. In den besten Zeiten hat dieser gelernte Chemiker Max Emden gegen 10.000 Leute beschäftigt und irgendwann hat er gesagt mit 50, das war's jetzt, ich verkaufe das Ganze, ich möchte aussteigen und das Leben noch genießen. Also das Tessin, die Sehnsuchtsoase der Aussteiger, auch hier? Absolut, 1927 hat er die Insel gekauft, zum Schmerz der vorherigen Besitzerin, die sie seit 1888 hatte, die Baronin Antonetta de Saint-Léger. Sie sagte, sie sei hochadlig, man munkelte, sie sei illegitime Tochter von Zar Alexander II. Aber ich glaube, der Baron-Titel ihres dritten Mannes war etwas fragwürdig. Jedenfalls hat sie hier als originelle Frau gelebt, hat sich dann aber in kostspielige Prozesse verstrickt und musste zu ihrem Schmerz dann die Insel verkaufen. Max Emden war aber so freundlich, ihr am Ufer einen Wohnsitz zuzuweisen. Also die Flunkerbaronin und der Kaufhauskönig, eine illustre Mischung. Ja, und wie ist das dann weitergegangen mit Max Emden? Wie hat er dieses Haus bewirtschaftet? Könnte mir vorstellen, das war auch ein gesellschaftlicher Hotspot damals? Natürlich, er hat hier Gäste empfangen,
vorzügliche Gäste, auch von hoher geistiger Qualität. Andererseits hat die einheimische Bevölkerung skeptisch, vielleicht auch etwas neidisch reagiert darauf, dass der geschiedene Max Emden jetzt sehr junge Frauen um sich versammelt hat. Er ist aber mit seiner ersten Frau nach wie vor gut ausgekommen. Er ist mal gefragt worden, ja, habt ihr gestritten? Da hat er gesagt, noch schlimmer, wir haben nicht gestritten. Das sei eigentlich der wahre Scheidungsgrund gewesen. Aber er hat sich, wie gesagt, mit jungen Frauen umgeben. Man sagte auch, er hätte eine Frau sehr gerne heiraten wollen. Das sei ihm dann aber verwehrt worden, weil er eben von der Familie her jüdisch war. Er selber war längst protestantisch. Aber da gab es natürlich Vorurteile und es kam dann zu sehr, sehr schweren Konflikten im Verlauf der beginnenden 30er Jahre. Ja, wie hat sich das für den Max Emden dort entwickelt? Er ist ja dann auch weggezogen von hier. Wie hat er unter der sich verdüsternden Horizontentwicklung politisch, wie hat er sich da durchgeschlagen? Wie ist das dann weitergegangen mit ihm? Man hat ihn natürlich geplagt. Er war ein bisschen natürlich eine Provokation mit seinen vielen Motorbooten und eben den jungen Mädchen, die da teilweise oben ohne posiert haben und die doch streng katholische einheimische Bevölkerung hat das nicht immer so ganz geschätzt. Andererseits hat er natürlich Leute beschäftigt. Das Innere dieses Palais ist vorzüglich ausgebaut, also da sind nur die besten Materialien verwendet worden und er hatte eine enorm wertvolle Kunstsammlung. Ein Teil hat er 1931 schon auf die Auktion gegeben, aber er musste dann, weil die Finanzen knapp wurden, indem man ihn teilweise sehr, sehr übel enteignet hat in Deutschland, auch sich umsehen, wie er finanziell über die Runden kommt. Also er hat seinen Besitz hier in Brissago eigentlich aufgelöst und verkauft, um dann in die Vereinigten Staaten zu ziehen, ist das richtig? Es war dann der Sohn, der das tun musste. Er selber ist 1940 hier gestorben, also zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, hat den ganzen Holocaust nicht mehr miterleben müssen. Aber sein Sohn als Alleinerbe ging dann nach Chile, weil er sich hier nicht sicher fühlte. Es war durch die doch etwas kleinlichen Behörden nämlich ihm verweigert worden, dass er Schweizer Bürger werden darf. Er hat im Ausland studiert und im Gegensatz zum Vater, der schon 1934 Bürger von Ronco wurde, man hat natürlich sein Geld geschätzt bei dieser Einbürgerung, aber im Gegensatz zu seinem Vater wurde er nie eingebürgert. Und das war natürlich für ihn als Staatenlosen mit aberkannter deutscher Staatsbürgerschaft wegen der jüdischen Herkunft gefährlich. Darum ging er nach Chile, musste die Insel zurücklassen. Und als er zurückkam, hat man ihn, vorsichtig gesagt, doch einigermaßen unter Druck gesetzt, diese Insel und das Gebäude unter Wert zu verkaufen. Also die Schweizer Behörden haben ihn unter Druck gesetzt. Muss man das bewerten? Ist das ein Schandfleck für die Eidgenossenschaft? Man muss das etwas kritisch bewerten, glaube ich schon. Es hat auch private Interessenten gegeben. Man wollte zum Beispiel ein Restaurant hier erbauen und der sehr aktive Präsident des Schweizer Heimatschutzes namens Lauer, das war der Sohn des langjährigen Direktors des Schweizerischen Bauernverbandes, der hat gesagt, das darf nicht passieren, hier muss die Öffentlichkeit zuschlagen, hatte auch seine guten Gründe, dass das nicht privat wurde und man hat dann 1949 diese Inseln gekauft, 50% der Kanton Tessin und der Rest, die Gemeinden Ascona, Ronco und Brissago. Dazu kam der Schweizerische Heimatschutz und der Naturschutzbund, also Pro Natura, wie es heute heißt. Aber Emden wollte eigentlich gar nicht verkaufen. Man hat ihn faktisch ja, da herausgehebelt aus seinem Besitz. Emden wollte verkaufen, aber er wollte natürlich mehr Geld lösen. Er hat einen, glaube ich, fairen Preis genannt, 1,2 Millionen. War natürlich damals nicht wenig Geld, aber für dieses Besitztum, in das Max Emden wahrscheinlich über 4 Millionen gesteckt hat, inklusive botanischer Garten, das war natürlich wirklich ein Preis, den man dann bezahlt hat von 600'000 Franken, den man diskutieren muss. Wenn wir noch einmal zurückblenden in die glorreiche Zeit dieses Palais unter dem Besitzer Max Emden, was waren die berühmtesten Gäste, die hier Lust wandelten?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Da war natürlich Erich Maria Römark immer willkommen. Dann auch der Baron von der Heydt, der damals etwa gleichzeitig den Monte Verita gekauft hat. Die haben auch viel miteinander zu tun gehabt und es kamen verschiedenste Künstler und eben immer wieder schöne, junge Menschen, von denen war er eher begeistert. Er hat übrigens auch als begeisterter Sportsmann, Polospieler und Tennisspieler und vor allem eben auch Golfspieler dann den Golfplatz von Ascona mitfinanziert und überhaupt sich sehr großzügig gezeigt in dieser Gegend, solange es noch ging. Später musste er dann auch Bilder unter Wert verkaufen, vor allem auch sein Sohn. Und man sagt, ein Canaletto, ein Gemälde von Dresden, sei sogar beim Führer, bei Adolf Hitler, gehangen. Und das ging dann später in den Besitz der Bundesrepublik über. Erst 2019 wurde es an die Familie zurückgegeben. Kommen wir auf das noch zu sprechen, weil es gab ja danach Konflikte im Zusammenhang mit der Bührle-Sammlung, im Zusammenhang mit dem Kunsthaus Zürich. Max Emden ist vielleicht auch der Gründer der Weltwoche, Karl von Schumacher, regelmäßiger Gast in Ascona, ab 1933 ja, Chefredaktor unserer Zeitung. War er hier auch zugegen? Kannten sich vielleicht Max Emden und Karl von Schumacher? Ich bin überzeugt, dass die sich gekannt haben. Die haben auch diskutiert. Max Emden war ja allgemein interessiert, war natürlich ein sehr intelligenter Mann, der sich um die Weltsituation genau wie von Schumacher Sorgen gemacht hat. Was dann bei der Einbürgerung wirklich ein Thema war, war natürlich der Lebenswandel. Und da hat ihn dann aber eine Haushälterin entlastet und hat wahrscheinlich mit Recht gesagt, es würde da enorm übertrieben. Und in diesem römischen Bad, das er gebaut hat, 33 Meter lang, da konnte man wahrscheinlich von den Fischerbooten nicht Einsicht nehmen, wie wir heute sehen. Also da war einiges dann auch erfunden und die Fantasie ging dann den Bewohnern hier vom Langensee etwas durch. Und ist dieses römische Bad immer noch existent? Kann man das noch besichtigen in der Villa? Das kann man besichtigen, ja. Auch sein Leitspruch, der hieß ja, das Leben ist eine Kunst. Also er hat das Leben als Kunst behandelt. War natürlich auch ein bisschen Teil einer Dekadenz, die hier auch herrschte. Also natürlich war er ein Aussteiger, aber es wäre ihm auch nichts anderes übrig geblieben, dann ab 1933 als aus seinen Geschäften auszusteigen. Er wäre dann vertrieben worden. Noch ein Wort zur Kontroverse um die Kunstsammlung. Du hast dich ja genau damit auseinandergesetzt. Es stehen Vorwürfe im Raum. Die Erben der Familie Emden, des Sohnes auch von Max Emden, behaupten, dass sie da auch übervorteilt worden seien, dass das Kunsthaus, dass die Bührle-Sammlung da irgendwie kontaminiert seien. Was kann man zu diesem Kapitel noch hinzufügen? Es geht vor allem um ein Bild von Claude Monet über das Mohnblumenfeld. Und das wurde zu einem Preis verkauft, den man diskutieren muss. Allgemein war Bührle nicht bekannt, dass er unanständig tiefe Preise bezahlt hat. Er hat eben auch sehr vielen Juden natürlich dann die Flucht ermöglicht und einige Nachkommen haben das anerkannt und haben gesagt, nein, das war in Ordnung so. Andere machen Fragezeichen, das ist auch ihr gutes Recht. Ich wünschte mir manchmal, dass die Kritiker, die ja von der progressiven politischen Seite kommen, in allen politischen Diskussionsfeldern so sehr auf das Eigentum, das Privateigentum achten würden, wie sie das hier machen. Ich meine zu Recht, man muss hinsehen, eine Enteignung ist immer ein schändlicher Akt. Was passiert heute in dieser Villa Emden? Was ist der Zweck dieser Villa? Was können unsere Zuschauer vielleicht hier einmal sehen und erleben? 1950 wurde hier ein wunderschöner botanischer Garten eröffnet, der geht aber bereits auf die berühmte Baronin zurück und Emden hat ihn weiter gepflegt, vor allem subtropische Pflanzen aus allen möglichen Erdteilen, Australien, also Ozeanien, dann aber auch Südafrika, Mittel- und Südamerika sind hier zu besichtigen, öffentlich zugänglich, mit dem Schiff jederzeit zu erreichen, es gibt da Besucherströme, ist eigentlich für die Schweiz so etwas wie eine südliche Insel Mainau. Und auch das Haus kann besichtigt werden, dient als Restaurant und man staunt wirklich, wie hier mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde. Die schönen Bilder sind leider nicht mehr hier.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich gehe mal hier noch etwas in die Sonne hinaus, in der Hoffnung, dass mein Handy da nicht einen Hitzeschlag bekommt, um Ihnen noch einen letzten Ausblick zu bieten auf die prächtige Villa Emden mit ihrer bewegten, auch von den Tragödien des 20. Jahrhunderts überschatteten Geschichte. Und mit diesen Bildern, die ja bei allen Schrecklichkeiten, die ja hier auch ihre Auswirkungen gezeitigt haben, doch die versöhnliche, wunderbare, fast paradiesische Landschaft des Lago Maggiore, der Brisago-Inseln. Und das war es bereits von uns für heute. Und wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Es gibt noch viele interessante Kapitel zu beleuchten hier in Ascona und Umgebung. Ich sage nur, die Ex-Frau von Charlie Chaplin wird eine Rolle spielen. Natürlich der Mann, dessen Weltbestseller verfilmt wurde mit keinem Geringeren als Kirk Douglas in einer tragenden Hauptrolle. Ich bin sicher, auch Kirk Douglas war hier am Lago Maggiore und viele andere inspirierende Künstler, Gestalten, Unternehmer, Unternehmersöhne und Töchter, Adlige, Baronessen, Aussteiger, Hippies und allerlei schräges Volk. Meine Damen und Herren, und mittendrin natürlich auch der Gründer der Weltwoche, der Erfinder der unkonventionellsten Zeitung der Welt hier im seltsamsten Dorf der Welt, wie es Kurt Ries in seiner Biografie von Ascona zum Ausdruck gebracht hat. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen einen schönen Tag und freuen uns schon, wenn wir morgen wieder mit Ihnen diskutieren können.